Ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit. Bei unserer kleinen Tour durch die Schrofküste, genau. Ich hätte fast Höhle gesagt, aber es ist ja eine Küste. Und da ist schon die Treppe. Ja, aber ich gucke nochmal, ob hier was ist. Ja, das war's. Ein bisschen Money. So, hoffen wir, das dauert hier nicht allzu lange. Ui. Gut reagiert die Toschki. Lisa, hilf mir mal hier. Wow, deine Kopfnuss wirkt der wahre Wunder. Okay, Geld. Und ein Samen, was ist das? Schlafsamen, nicht schlecht. Da, da, da. Und ab hier wird die Story jetzt auch langsam immer interessanter. Wenn wir dann endlich mal an unserem Bestimmungsort angelangt sind. Da wird so einiges passieren. Uah! Mach keinen Käse mit mir! Itoshki, mach mal was! Du hast die Pflanzenattacken! Verdammt, warum hau ich denn meinen Kopf gegen die Wand? Das ist so ein scheiß Tag wieder als Expeditionsteam! Natürlich nicht, ich hab natürlich massenhaft Spaß. Pico, stell dich mir nicht in den Weg. Das kann nur böse für dich enden. Okay, Bisa ist aber kopflos, bitte. Kopflos! Oh, und ich kann dir, glaube ich, nicht die Attacken ausstellen, oder? Nee, natürlich nicht. Nein, nicht tauschen. Was ich so übelst unlogisch finde, wenn man den Platz tauscht und jemand, der nicht auf dem Wasser laufen kann, im Wasser landet, dann wird der irgendwo in den Dungeon rein teleportiert. Irgendwo. Und das ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Das wurde auch erst im Erkundungsteam Himmel geändert. Dass der Partner dann direkt nebenan teleportiert wird. Was auch später noch nervig wird, sind die Wettereffekte, wie zum Beispiel Sandsturm. Oh, 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 das kann einem schon ganz schön auf den Keks gehen. Itoshi? Yes, gut gemacht. Na. Nur treffen müsste man auch mal. So, und? Oh, ich dachte schon, er wird mir jetzt eine Sackgasse entgegenkommen. Zum Glück nicht. Und da ist wieder so ein Gastrodon. So ein Schleimblocken. Brocken. Nein, meine Genauigkeit. Die ist doch schon so niedrig. Itoshi, mach du mal. Boah. Eine schwere Box. Die sollten wir später mal öffnen. Ich kenne jemanden, der kann uns sicher dabei helfen. Mir fällt gerade mal so auf. Ich hätte vielleicht besser mein Geld zu Hause gelassen. Tja, jetzt habe ich es halt dabei. Aber ich passe schon auf, dass ich nicht sterbe. Pizza? Yep, geht doch. Kopfnuss. Kopfnuss! Alter, das ist deine Kopfnuss ein! Belizia, das ist das letzte Mal, dass ich mit dir auf Erkundung gehe. So, ein Floragummi. Oh, da freut sich aber Itoshki. Und da steckt die Spezialverteidigung. Und da geht's schon weiter. Was habe ich nur für ein Glück. Aber ich gucke mich noch ein bisschen um. Okay, einen kleinen Kiesel mitgenommen. 5 Stück, besser gesagt. Da ist noch ein bisschen Geld. Mo, drehen wir noch eine Runde und dann gehen wir zur Treppe. Da, da, da. Oh, Krabi, hallo. Was möchtest du denn? Ich hab Bock zu sterben. Okay, da sei dir geholfen. Ups, ich kann ja gar nicht im Kreis gehen. Muss ich wieder zurück. Lisa, ich hoffe, du kannst mit mir Schritt halten. Okay, ein Apfel. Wie schaut's mit meinem Magen aus? Ja, der ist doch gefüllt, einigermaßen. Nein! Och nee, jetzt habe ich Mist gebaut. Itoshki. Und ist klar, Itoshki landet jetzt am Arsch der Welt. Und muss gegen ein Dratini kämpfen. Ne, muss er nicht, weil wir gehen jetzt weiter. Wie auch immer Itoshki jetzt so schnell nachgekommen ist. Puh, Menschenkind. Ich glaube, wir haben es endlich geschafft. Ja,
Aber bis zum Basislager müssen wir noch ziemlich weit gehen. Lass uns einen Blick auf die Wunderkarte werfen. Okay, wo sind wir denn? Wir befinden uns jetzt hier. Da, wo der Fallen zeigt. Interessant. Dort ist das Basislager. Dann haben wir ja schon ein gutes Stück geschafft. Ich würde sagen, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Ja, allerdings, ne? Wir sind fast da. Das Basislager liegt gleich hinter diesem Berg. Hoch. Hoch. Mein Magen hat geknurrt. Unsere auch. Wenn wir jetzt anfangen, auf den Berg zu steigen, kommen wir, glaube ich, nicht an, bevor es dunkel wird. Sollen wir für heute Schluss machen? Wir können hier übernachten. Ich stimme voll und ganz zu. Boah, du volle Socke, ich konnte noch. Ma, dann lass uns essen. Juhu! Okay, wenn es ums Essen geht, sage ich natürlich nicht nein. Mhm. Am nächsten Morgen. Das ging aber super schnell. Okay, Leute, wir müssen uns auf den Weg machen. Gibt es wieder zwei Wege? Über diesen Berg kommen wir zum Basislager. Jawohl, ja. Packen wir es an. Okay, aber erstmal ein bisschen umorganisieren. Lagern. Was kann ich dann ablegen? Schwere Box brauche ich erstmal nicht. Impulsivsamen auch nicht. Sonst kann erstmal alles so bleiben, wie es jetzt ist. Na. Obwohl. Oh doch, einen großen Apfel lege ich noch ab. Jo, das wär's dann. Obwohl, nee. Speichern. Man weiß ja nie, ob man mal irgendwie Mist baut. Wenn das der Fall sein sollte, einfach den vorherigen Spielstand laden. Nur dumm, dass es immer so lange dauert. So, und schon sind wir wieder dabei. Bist du bereit, Nagi? Alles klar. Welchen Weg nehmen wir? Den Hornberg oder den Felspfad? Soweit ich weiß, gehe ich immer am Felspfad entlang. Gut, wir nehmen den Felspfad. Okay, auf geht's. Joho, auf geht's. Ui, diese Musik. Ich glaube, die ist auch in der Demo-Version von Erkundungsteam Himmel. Und die kann manchmal ganz schön einem den Raub, den, ihr wisst schon. Den letzten Nerv rauben. Wo kommt denn das Knilz her? Na, falscher Knopf. Ich drücke immer die falschen Knöpfe. Ey, wie die Zahl, das Geld auch mal ruhig für uns anstecken können. Dum, dum, dum. Und das wieder Knilz. Oh, ich möchte so gerne Eis attacken können. Wow, gut, die Toschki kann jetzt um die Ecke schießen. Oh, und da ist Natu. Tut, tut. Eines der kleinsten Pokémon überhaupt. Wie schaut es denn eigentlich mit unseren Erfahrungspunkten aus? Wann steigen wir mal wieder auf? Boah, es dauert noch ein bisschen. Bei dir, Toschi? Dauert es noch länger. Wo? Aber kann ich auch mit Alpha-Knarre um die Ecke schießen? Ja, kann ich. Ah. Ist mir total entgangen. Ja, komm schon, platziert die Treppe nicht immer direkt neben mir. Ich möchte auch mal ein bisschen erkunden. Man findet hier ja allerhand Kram. Außerdem entgehen einem sonst die Erfahrungspunkte. Und wenn man dann später unterlevelt ist, ist das nicht so gut. Okay, nix hier. Weiter geht's. Sind wir schon auf U4? Ah, wieder so viele Auswahlmöglichkeiten, aber ich gehe mal hier lang, weil hier Wasser ist. Und am Wasser fühlt sich ein Kanimani besonders wohl. Und am Wasser verdient man noch mal Geld. Haha. Und ich laufe irgendwie die ganze Zeit nur im Kreis. Wo ist denn mal die Treppe? Oder wenigstens mal ein bisschen Gesellschaft. Da ist die Treppe, aber wo ist die Gesellschaft? Egal, müssen wir auf Gesellschaft eben verzichten. Hier ist auch nichts, nur ein paar Felder, die ich nicht brauche. Was ist denn los? Sind die alle im Urlaub? Wo seid ihr? Keine Gegner hier. Ach, da ist ein Knülz.
Gut, dass du hier bist. Nein, aber nicht gut, dass du an mir rumsaugst. Und nicht gut, dass du mich vergiftest. Bidiza, bitte. Gib ihm eine Kopfnuss. Jetzt bin ich auch noch eingeschlafen. Oh, kann es eigentlich noch schlimmer kommen? Bin vergiftet, ich schlafe. Soll ich auch noch verwirrt sein? Kann ihm eigentlich wach auf? Ja, geht doch. Und weiter geht's. Was? Oh! Ich habe mich geirrt. Huch, wir sind schon wieder hier. Wir sind im Kreis gegangen. Wie sieht aus, wie sind wir wieder dort angelangt, wo unsere Reise begonnen hat? Jawohl, ja. Anscheinend hat dieser Felsfahrt uns im Kreis geführt. Was heißt, wir müssen im nächsten Video die andere Route gehen? Also, wir sehen uns dann wieder.